Aber nee, so wirklich überzeugt davon bin ich nicht. Schade, müssen wir weiter suchen. Dann wären wir hier jetzt fertig und können unsere Scrap, die wir jetzt haben, für unsere Schiffsausrüstung benutzen. Beziehungsweise wir warten erstmal ab und gucken, was beim nächsten Sprung. Oh, die waren aber schnell. Was beim nächsten Sprung rauskommt. Dahin. Ganz fix weg hier. Wir finden eine Rakete, eine Drohne, einen Rusty Scrap und springen gleich weiter. Boah, sind die fix. Ja, diesmal hatten wir nicht drei, vier Sprünge Zeit. Wir sehen ein Asteroidenfeld. Da schauen wir doch mal nach. Wir haben eine volle Hülle. Und wir finden nichts. Oh, ich sehe ein Geschäft. Sehr schön. Und gleich daneben ein Schiff. Dann greifen wir doch erstmal das Schiff an und dann gehen wir ins Geschäft. Das müsste von der Zeit her hinhauen, auch wenn es knapp wird. Oh. Also er hat grüne Schilde. Er hat vier Schildpunkte. Er hat so einen richtig bösen Beam. Er hat ein Burst Laser 2 auf jeden Fall. Er hat Drohnen und ja. Das ist schon mal ein recht bösartiges Schiff. Aber es ist eine Herausforderung. Also wir könnten einfach so abziehen mit 26 Scrap mehr oder 28 sogar. Aber nee, komm. Die Herausforderung nehme ich an. Den greifen wir an. So. Oh, zwei Drohnen. Ja. Aber er hat anscheinend keine anderen Waffen. Nur diesen Burst Laser 2. Und den Beam. Der Beam sieht aber stark genug aus, um durch einen Schildpunkt durchzukommen. Das heißt, er könnte uns Schaden verursachen. Vor allem, weil die hier durchgehend auf uns schießen werden. Und dementsprechend die Schilde runterprügeln. Wir können jetzt nicht die Bomben benutzen, dass wir schießen erstmal einfach so. Der Schild ist fast weg. Sehr gut. Aber auch nur fast. Die Drohnen machen anscheinend fast gar keinen Schaden. Das ist komisch. Okay, Burst Laser einfach irgendwo hin. So, jetzt könnten wir die Bomben werfen. Aber ich denke, das bringt nicht so viel. Wir müssen erstmal warten, bis der wieder aufgeladen ist. So, Schilde weg, nicht gut. Level up beim Ingenieur. Noch ein Level up bei dem Schildmann. Sehr schön. Wir hätten gerne eine Bombe auf den Schilden. Und gleich danach noch eine Bombe auf den Schilden. Zwei Schaden. Und der ging daneben. Okay, versuchen wir mal unser Glück, die Schilde durchzukommen. Ja, nicht ganz geschafft. Oh. Das sah nicht gut aus. So, nochmal das Ganze. Bombe. Eine Sekunde später noch eine Bombe. Eine ging daneben, die andere hat getroffen. Unsere Artillerie hat getroffen. Und Burst Laser hinterher. Komm. Schild weg und Waffensysteme. Ah, sehr schön. Ach, das ist die Geschichte wieder mit dem Erhöhen. Also er hat jetzt einmal ein Angebot gemacht. Jetzt erhöht er das Angebot wieder. Und dann erhöht er es vielleicht nochmal und nochmal. Und wenn wir den irgendwann zerstören, dann fliegen die wieder weg. Also wir hatten es jetzt zweimal bisher. Einmal sind sie. Haben sie sich einfach nur bedankt und sind weggeflogen. Das andere Mal sind sie einfach weggeflogen. Ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwas Besonderes ist. Wir probieren jetzt mal was. Wir lehnen deren Angebot ab. Aber wir schießen jetzt nur noch zu Klump. Aber wir versuchen sie nicht umzubringen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So, also wir schießen jetzt auf. Sauerstoff ist schon mal eine gute Idee. Die Drohnen nerven ein wenig und die Waffen. Aber der kriegt ja so viel Hüllschaden. Na komm, wir schießen einmal auf den, einmal auf den. Falsch rum. Du darauf. So, Schilde sind angeschlagen. Schilde sind immer noch angeschlagen. Komm schon, gib uns ein neues Angebot. Und wenn das hoch genug ist, nehmen wir es einfach an. Burst Laser, Burst Laser. Nein, es war zu viel. Na gut, wir haben wenigstens von den Piraten noch 30 Scrap bekommen und jetzt hoffentlich beim dritten Mal was Besonderes von dem anderen Schiff. Nö, wir wurden nur wieder repariert. Na, und das, obwohl wir kaum Schaden genommen haben und direkt neben uns ein Geschäft ist.
Okay, für die Zukunft. Wir helfen denen zwar immer noch, aber wir nehmen das zweite Angebot von den Piraten jetzt immer an. Also, weg hier. Dahin und zurück. Es könnte eng werden, wenn wir jetzt dahin springen und dann zurück zum Geschäft. Ich halte mal meinen kleinen Finger wieder in den Bildschirm. Doch, das passt. Okay, wir springen dahin und dann zum Händler. Oh Mann. Aber ja, sonst schafft man das Spiel nicht. So, wir haben zwei Burstlaserstufe 2 und eine Rakete. Das ist gar nicht gut. Wir werfen eine Bombe auf die Schilde. Danach noch eine Bombe auf die Schilde. Und Burstlaser, Burstlaser auch auf die Schilde. Ein Trefferpunkt kam durch. Wow. Ja, jetzt kriegen wir eine richtige Breitseite ab. Erstmal die Rakete, die wir nicht aufhalten können. Und ganz viele Burstlaser. Aber es ging. Drei Trefferpunkte abbekommen. Dafür ist unser Artilleriebeam angeschlagen. Wir schmeißen jetzt eine Bombe auf deren Schilde. Die zweite lassen wir erstmal, weil wir langsam keine Raketen mehr haben. Na, daneben. Na gut, wir schmeißen noch eine. Die trifft. Auf die Schilde hinterher. Auf die Schilde hinterher. Ah, ist rot. Oh, unsere Krankenstation ist aber auch rot. Du, reparieren. Huhuhuhu. Das war knapp. So, Burstlaser, Waffen, Burstlaser, Waffen. Bitte, bevor die schießen mit dem... Das war jetzt doof. Weil wir haben den Raketenabwehr noch ausgeschaltet, aber halt eine Sekunde zu spät. Das schicken wir mal ins All. Und sehr schön. Sie bieten uns an 4 Treibstoff, 3 Raketen, 33 Scrap. Ich rechne das mal um. Also Treibstoff wird auch langsam gering. Treibstoff sind, glaube ich, 3 pro Treibstoff. Es wären also 12, 18, das sind 30, 63 Scrap. Und das ist nicht zu verachten. Und wie viel war das jetzt? 63, richtig? Ja. Jetzt gucken wir mal, wir lassen euch nicht ergeben und rechnen dann mal um, wie viel wir dann bekommen. Also 63, 63, 63. Waffensystem, Waffensystem. So, kaputt. Es waren eben 63. Jetzt bekommen wir 46 plus 6 sind 52. Oh, wir bekommen weniger. Hey. Okay. Also lohnt es sich doch echt manchmal, das Angebot anzunehmen. Vor allem, wenn man die Sachen, die sie anbieten, auch wirklich braucht. Also nicht Drohnen zum Beispiel. Also je nachdem, was man spielt. So, die Türen wieder zu. Du bitte reparieren gehen. 254 Scrap. Wir können richtig gut einkaufen gehen. Wenn sie denn irgendwas haben, was interessant ist. Das wird der nächste Knackpunkt. Also ich hätte gern ein Tarnsystem. Und ich hätte gern eigentlich einen Burst Laser 2. Oder 3. Und wenn sie davon noch einen hätten, also meinetwegen einen 3er, einen 2er, dann würde ich auch die hier ersetzen. Weil dann brauchen wir die fast gar nicht mehr. Weil wir auch so durch jeden Schild durchkommen. Ja, so, du bist geheilt, du gehst zurück auf deinen Posten. Und springst bitte jetzt aber echt zum Händler. Da können wir jetzt nicht noch irgendwas vorher machen. Okay. Es gibt kein Tarndingens. Wir könnten noch einen Engi anheuern, aber davon haben wir schon zwei. Und die können nicht gut kämpfen. Na gut, dann kaufen wir erstmal alle Raketen. Wir reparieren das Schiff. Es kostet auch hier 4. Damit könnten wir zu jedem bisher schon mal angesprungenen Punkt zurückspringen. Ist ganz praktisch. Vor allem wäre es auch praktisch gleich im Endkampf. Dann können wir immer irgendwo schon hinspringen. Und der Gegner kommt nicht zu schnell zu nah ran. Also 13 Treibstoff haben wir auch noch. Das müsste auch für den Endkampf reichen. Da wir da ja überall Treibstoff hinterhergeworfen bekommen. Aber die 60 Scrap behalte ich, glaube ich. Was mit dem Reparierarm? Repariert jedes Mal, wenn wir Scrap sammeln, unsere Hülle. Aber wir verlieren 15% Scrap. Das klingt praktisch. Also natürlich schade um das Scrap, aber wir sparen uns erstmal die Reparaturkosten. Und wenn wir an keiner Station vorbeikommen, können wir uns ja sonst nicht reparieren. Das Ding kaufe ich mir. So, und wir haben immer noch 140. Raus. Was sagt die Umgebung? Die Umgebung sagt, wir haben da noch 1, 2 Sprünge bis zum Exit. 3.
Und wir hätten wahrscheinlich keine Zeit. Doch, hätten wir. Wenn hier noch ein Händler ist, können wir auch noch hingucken. Das heißt, wir sparen uns erstmal die restlichen Scrap. So, dahin springen bitte. Kein Kampf, dafür 2 Treibstoff, eine Drohne, 47 Scrap. So kann das ruhig weitergehen. Springen. Es wird schon mal kein Händler angezeigt. Das ist ein wenig schade. Aber gut, dann springen wir mal dahin. Mit etwas Glück ist jetzt unten rechts in der Ecke einer. Wir kriegen schon wieder was hinterhergeschmissen. Wieder ein verlassenes System. 3 Treibstoff, eine Rakete, 47 Scrap. 218. So, da unten ist leider kein Händler. Aber, Finger an Monitor halt, wir könnten noch nach da unten hinspringen, bevor die Rebellen rankommen. So, was kriegen wir? Ein Engie-Ship ist in der Nähe. Er sieht, dass wir bis auf die Zähne bewaffnet sind und will sich ergeben. Das akzeptieren wir. Ein Treibstoff, eine Drohne, 66 Scrap. Sehr schön. Also nicht schön für die Engie, aber sehr schön für uns. Also es ist nicht nett, aber wir haben halt einen Auftrag zu erfüllen. So, jetzt springen wir zum Ausgang und gucken mal, ob da was auf uns wartet. Ja, wir könnten einen Sklaven kaufen für 50 Scrap oder sie einfach angreifen. Wir sind voll repariert, wir greifen die mal an. So, sie haben 2 Ionenblaster und einen Raketenwerfer. Der ist das einzig Nervige. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal eine Bombe auf. Die Schilde, wie immer. Er trifft. Burst Laser hinterher. Noch 2 Treffer, sehr gut. Wir werden jetzt eine Rakete fangen, aber das nehme ich in Kauf. Das sind nur 2 Trefferpunkte. Zack, 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 zack. Rot und Feuer und sehr gut. Ionenschaden. Die Rakete hat immer noch nicht geschossen. Komm schon, vielleicht kriegen wir jetzt noch eine Salve rein, bevor er schießt. Komm, 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 komm. Na, wieder so ein Millimeter-Dingens. Aber er geht daneben, sehr gut. Burst Laser auf die Schilde. Und kurz danach der andere auf... Oh, schon zu spät. Hey, was war das? Was zur Hölle ist jetzt los? Habe ich da eine Nachricht verpasst, dass sie wegspringen wollen oder so? Unser Artillerie-Laser lädt weiter auf. Ich warte mal ganz kurz, bis er schießt. Vielleicht haben wir gerade unseren ersten richtigen Bug gefunden. Oder er ist echt weggesprungen. Ich habe aber keine Nachricht gesehen, dass sie wegspringen wollten. Ich erhöhe mal unseren Scanner, aber dann können wir wahrscheinlich trotzdem nicht durchgucken. Das finde ich jetzt echt komisch. Also ihr werdet mir das wahrscheinlich gleich sagen können in den Kommentaren, wenn hier irgendwas passiert war, was ich übersehen hatte. Aber jetzt sehe ich nicht, was wir machen könnten. Wir können nirgendwo drauf schießen. Dann müssen wir jetzt wegspringen. Das ist aber schade. Ist auch kein Tarnsystem, nö. Na gut, springen wir weg. Zum letzten Stand. Das könnte haarig werden. Da machen wir doch mal einen Cut. Also bis gleich.